Das Worringer Car Center in Köln, Montagmorgen. Jede Menge Gebrauchtwagen warten darauf, einen Abnehmer zu finden. Die beiden Platzhirsche Jörg und Dragan warten auch. Und zwar auf ihre Mitarbeiter. Worringer Car Center, Dragan hier, hallo? Ja, hier ist Manni. Hallo Manni, hast du mal auf die Uhr geguckt? Wo bleibst du? Ja, ich komme heute nicht. Hey. Fickst du noch sauber oder was? Ja, ich war am Wochenende auf der Beachparty, da bin ich von der Wespe gesticht worden. Stoch. Ey, kauf dir mal eine Flasche Deutsch, das hast gestochen. Ja, und deswegen ist das allergischen Schock und geht absolut nicht. Ich melde mich nächste Woche nochmal, ja? Wie nächste Woche? Hallo? Ey, komm hier zur Arbeit, Mann! Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, gibt es doch gar nicht, ey. Ey, wer soll denn, der ganze Hof ist voller Hundescheiße. Wer soll das wegmachen? Gute Frage, denn auch Langzeit-Azubi und Wagenpfleger Micha mimt das Leiden Christi. Guck dir das mal an, was ist denn jetzt los? Krankenschein Nummer 2 ist im Anmarsch. Haben wir heute Tag der Kranken oder was? Was ist denn los mit dir? Ja, einmal Post. Hey, hallo. Krankenbescheinigung. Was soll denn das? Was für eine Krankenbescheinigung? Ja, ich bin jetzt erstmal krankgeschrieben. Ja, wer hat dich denn krankgeschrieben? Ja, mein Arzt. Ich bestimme, ob du krank bist oder nicht. Ja, ich habe meinen Arm gebrochen. Wobei das denn? Beim Beachvolleyball. Ich war ja so doof, sag mal Beachvolleyball, dass ich einen Arm breche. Ja, siehst du doch, wie schnell das geht. Auf jeden Fall bin ich erstmal 3 Wochen krank. Ja, warte mal, reden wir nochmal drüber. Ich bin jetzt weg. Nee. Bleib mal hier. Komm mal her, Mann. Tschö. Er bleibt hier. Mann. Bei HCC International ist der Name Programm. Luxusfahrzeuge aus aller Herren Länder treffen hier auf internationale Interessenten. Denise. Machst du bitte den Vertragsentwurf für den Kunden aus Russland, wegen dem Aston Martin? Ja, okay. Und fax einmal bitte nach St. Petersburg. Inzwischen fahr schon mal zum Flughafen und hol die Ehegattin von ihm ab. Möchte etwas shoppen. Und ich versuche da auch etwas zu profitieren. Hm? Okay, gute Idee. Tschüss. Verkaufsgenie Bülent Türhan wittert seine Chance. Vielleicht ist die Gattin seines russischen Kunden, Svetlana Ionova, in Spendierlaune. Der Inhaber von HCC International hätte da zufällig schon ein passendes Mitbringsel für ihren Mann parat. Frau Ionova, guten Tag. Guten Tag, Herr Kohlhan. Vielen Dank. Ich habe kein Gepäck, ich habe nur meine Karte, wissen Sie. Dann bin ich beruhigt. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat, aber ich habe es hier bei der Ankunft gesucht. Wir sind bei der Abflug. Ja, ich hatte noch einige Komplikationen. Ich musste telefonieren, aber es ist schön, dass Sie mich gefunden haben. Wollen wir? Bitte. TC Concepts in Berlin. Hier bekommen Serienfahrzeuge einen neuen Look. Nur bei Cheftuner Ali Ekici ist langsam der Lack ab. Chef, was ist denn los jetzt? Ich dachte, du wolltest zum Arzt. Scheiße, ich hab ganz vergessen, ey. Wo wollt ihr denn hin? Ja, zum Arzt kurz. Wegen seinem Rücken. Ja. Besser. Ich würde jetzt endlich hinter mir an, ey. Soll mir nicht falsch Spritze setzen oder so. Hier, kannst heute fahren, Dicker. Cool. Ali muss wirklich Schmerzen haben, denn wie heißt es so schön, Frauen und Autos verleiht man nicht. Man weiß nie, ob und wie man sie zurückbekommt. Oh Mann, ey. Kriegst schön dicke, fette Spritze, dann geht's wieder. Mann, mir ist das egal, ich hab so eine Schmerzen, ich will das endlich hinter mich bringen. Bleib mal auf der linken Spur. Ja. Unterdessen in Köln. Du hast doch eine Davidoff-Wurst hier. Stinkt das. Hier, für dich. Ich hab keinen Bock mehr. Bäh, mach das allein. So. Hallo? Haben wir einen Hafen hier in der Nähe oder was? Weil ich Piratenschiff haben sie dich ja nicht lassen. Ja. Sieht aus wie Ketten oder was? Das ist der Kunde, der Fuhrfahrt gerade mit mir. Hallo. Grüß dich. Was für ein Seeräuber, aber hallo. Ich bin der liebe Jörg. Ich bin der Heiko. Ja, ist mir doch egal. Du wolltest den Wagen abholen, ne? Genau. Der ist TÜV fertig, alles in Ordnung. Ja. Also, ja. Alles perfekt. Wo ist er? Der Kombi. Wo habt ihr einen Stehen? Der sollte mich ja gestern hier abholen beim TÜV. Was ist denn der? Keine Ahnung. Der andere BMW ist auch weg. Ey, wo sind die Wagen? Ich kümmere mich mal drum, ja? Sekunde mal. Der ist beim TÜV gewesen und wir holen ihn gerade ab. Gerade im Moment dauert es ein bisschen was. Normalerweise hätte das schon hier stehen müssen alles. Boah, Micha, heb ab, du Sack. Was ist denn jetzt hier? Krieg den nicht erreicht. Wie? Keine Ahnung. Ja, pass auf. Komm, Leute, so geht das nicht. Dann komm doch morgen einfach mal vorbei und dann ist alles geregelt hier. Wie morgen? Wie oft soll ich hier noch kommen? Ja, ist kein Problem. Ja, ey, Leute, ich war gestern zur Anzahlung hier, letzte Woche zur Probefahrt. Ja? Und jetzt will ich das Auto haben. Was für eine Anzahlung? Ja, Anzahlung. Ich habe euren Mitarbeiter eine Anzahlung gebracht. Quatsch, ja? Wie fast angezahlt? 400 Euro haben wir hier schriftlich festgehalten. Gib mir einfach die 400 Euro wieder und dann ist er gut. Ich denke, das ist ein seriöser Betrieb hier. Ja, pass auf, du kriegst das Geld wieder. Das ist doch mal ein Wort jetzt hier. So. Wenn das Auto da ist, ruft er mich an, dann komme ich wieder. Aber in der Zeit gehe ich mir mal woanders Autos angucken. Ja? Oder Piratenschiffe, ne? Ja, oder Piratenschiffe. Ey, wo sind denn die Autos, Mann? Die müssen mit der Werkstatt noch.
Dann gehen wir den zweiten Schlüssel holen, dann gehen wir die selber abholen. Müssen wir jetzt alles selber machen? Ja, willst du, wenn die Spacken nicht da sind, willst du dann machen? Auch Bülent Türhan hat einen Auftrag. Der Fachmann für Nobelkarossen versucht sich als Fremdenführer. Wohin soll die Reise denn erst uns hinführen? Wir müssen meine Freundin abholen, weil sie wartet auf mich. Ja, Köln, ja? In Köln natürlich. Köln, gut. Köln gerne mit Kölner Dom anfangen. Was halten Sie davon? Ja, sehr gerne. Das ist diese Kathedrale. Richtig. Was der Kreml für Moskau, ist der Dom für Köln. Doch an Sightseeing haben die zahlungskräftigen Damen aus dem kühlen Zarentum keinerlei Interesse. Frau Ivanova. Dankeschön. Wir sind schon da. Da ist meine Freundin. Hallo, Klammer. Jetzt mal. Warum sind die queer? Darf ich dir vorstellen? Herr Tohan? Hallo. Das ist meine Freundin. Larissa Kolodjeci. Sehr angenehm. Möchten Sie Kölner Dom erklimmen oder? Lieber nicht. Das sind viel zu viele Treppen und. Shopping? Vielleicht besser Shopping. Besser Shopping. Ja, gerne. Dann müssen wir in diese Richtung. Wir müssen gehen? Ja, leider mit dem Fahrzeug kommen wir nicht drauf. Das sind nur 40, 50 Schritte. Warte mal, wo ist denn dieser scheiß Arzt? Da bei Adler, weißt du? Hotel Adler? Ja, da 17. Nee. Juni? Ja. Alter Schwede, Dicker, guck mal, ein Lambo, fahr mal recht dran. Ja. Alter Schwede. Warum könnt er so? Vielleicht können wir da helfen, komm. Und die Schmerzen? Wie verflogen. Taschen. Hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ja, ich bin gerade mit dem Auto gefahren. Auf einmal kam die Ölkontrollleuchte, Motor ging aus auf einmal. Und ich hab's aufgemacht und es qualmte sofort. Also wenn sie wirklich jetzt die Öllampe hatten, die Motorkontrollleuchte und so wie der Cut da glüht, würde ich mal sagen, Kolbenfresser auf. Definitiv Exitus. Okay, das hört sich nicht gut an. Nee, ich könnte Ihnen was anbieten, dass ich das Ding jetzt sofort abschleppen lasse zu uns in der Werkstatt und dann können wir wirklich mal eine richtige Diagnose stellen. Wie lange dauert das? Ich sag mal so, wenn Motorschaden, 1 bis 2 Wochen definitiv. Das ist ein Problem, ich habe nicht so lange Zeit. Sie haben nicht so lange Zeit? Nein, ich habe eine Luxusautovermietung, die Phantom Cars GmbH. Ich habe einen sehr wichtigen Kunden, der braucht das Auto in spätestens 2 Stunden. Und ich muss jetzt liefern, sonst verliere ich sehr viel Geld. Haben Sie bei Lambo mal angerufen, ob die in Berlin hier was haben? Habe ich, die haben gar kein Fahrzeug für mich. Und genau das ist mein Problem. Auch Jörg und Dragan begeben sich auf Autosuche. Wo sind die Autos? Vielleicht sind sie jetzt drin in der Halle oder so. Ich geh mal rein. Na, Hennes, wie sieht's aus? Gut sieht's aus. Ja? Ich wollte die beiden Autos abholen kommen. Ja, die beiden Autos, die sind schon weg. Die sind schon weg. Er hat deinen Spanner mit dem Kollegen abgeholt vorgestern. Wie bitte? Wir sollten nur noch die Bremsen schnell machen? Ja klar, für den TÜV. Ja, getüfft sind die beiden nicht. Hör mal, die sollten TÜV bekommen. Die kamen hier rein, Jörg, ich kann dir nichts anderes sagen. Was verstehen die denn jetzt? Ja, haben die mitgenommen. Alle beide. Ey, wollen nämlich alle flachsen, ne? Er ist kein Flachs. Scheiße hier. Die sind nicht da. Nee. Ja. Die haben sie vor 2 Tagen abgeholt und die haben auch kein TÜV, gar nichts. Die sind nicht hier, die Autos. Nee. Ja klar. Dann lass mal den einfach einen Krankenbesuch abschalten. Vor ihr lass mich zu mich erfahren, dann brech mal den Knochen ab. Der Stricher, kann ja wohl nicht angehen, oder? Weißt du, was mir komisch vorkommt? Was? Dass der Micha, am Wochenende war ja Regen. Um beim Regen Beachvolleyball zu spielen, das ist doch hirnrissig. Ja, ich trau dem das schon zu irgendwo. Klar, der hat doch voll an der Sense. So, wir sind mitten in Köln auf der Einkaufsmeile. Aber ich sehe gerade, Bulgari hat noch leider zu. Schade, ja. Schade. Tut mir leid. Schade. Vielleicht können wir uns mal hier in diese Richtung bewegen. Das nicht? Ist ganz ehrlich, ich glaube nicht wirklich unser Niveau. Und ich glaube, wenn ich die Geschäfte sehe, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Also, ja gut, dann müssen wir ganz schnell umdisponieren. Denise, SOS, Bülent hier. Ich komme mit den Damen hier nicht zurecht. Die finden die Hohe Straße nicht gut und möchten hier nicht einkaufen. Das ist nichts für uns hier. So, die Damen, gute Nachrichten haben wir. Aha. Roberto Cavalli, Versace. Das hört sich schon besser an. Das hört sich. Ja. Dann müssen wir in die Richtung. Ja. Bitte. Ich könnte ihm vielleicht ein Lambo besorgen. Die Schwierigkeit ist, der Kunde möchte unbedingt einen weißen Lamborghini haben. Einen weißen sogar noch. Ich telefoniere mal kurz mit der Firma, eine Sekunde. Ina, kannst du Markus mal bitte sagen? Mann, Ina, ich bin nicht zum Arzt gegangen. Ali setzt Prioritäten. Herr Dillitz. Ja. Ich verspreche Ihnen nichts. Ich gebe ihm bloß mein Wort, dass ich wirklich mich drum kümmere. Ich schaue einfach mal, was ich machen kann. Herr Dillitz, machen Sie sich keinen Kopf.
Ist gar kein Problem. Bleib ganz entspannt. Ich versuch's. Ja? Okay. Gib mir Mühe. So, Dicker, jetzt wird Action gemacht, Alter. Bis später. Bis später. Ein Lamborghini muss her und weiß soll er sein. Außerdem steht Alis Ehrgefühl auf dem Spiel. Aşkan. Aşkan? Der ist in Wolfsburg. Scheiße. Den können wir vergessen. Mann, sein weißer Lambo, das wäre perfekt gewesen, ey. Dr. Farin. Der schöne Chirurg? Genau, weißer Monsieur Lago. Ein Versuch ist es wert, aber ob wir es bekommen, kann ich nicht sagen. In Köln kommt Jörg und Dragan, der Zufall, zu Hilfe. Ist das nicht unser Wagen hier? Guck mal, das ist unser Wagen. Ey, fahr mal zurück, ey. Fahr mal zurück. Warte, ich kann das nicht. War der. Der verlorene Sohn oder besser das verlorene Fahrzeug kehrt zurück. Ist der wirklich? Und die Autohändler werden Zeugen der wundersamen Heilung ihrer Mitarbeiter Manni und Micha. Doch es kommt noch dicker. Im Schlepptau haben die beiden Simulanten auch noch den Kunden von heute Morgen. Und? Was sagst du? Ja, ist Ast rein. Dem anderen Satz Reifen hier, Ast rein. Ja. Gut, für 7 Milch den ganzen Abend. Ja. Was ist denn Chef eigentlich, was ihr macht hier mit dem ganzen? Ja, das gehört ja alles komplett zusammen. Also ja? Da ist ja kein Problem. Ja. Ah ja. Pass auf, dann gehe ich jetzt rüber, was essen da. Ja? 2 Stunden. Du ja. Guckst, dass du alles fertig kriegst. Ja. Ja? Aber nicht, dass ich nochmal warten muss. Ja? Nee, nee. Ja, gut. Alles klar. Die Schwerkarten verkaufen unser. Guck mal, für 7. Die Fresse, Mann. Für 7.000. Guck dir das mal an. Cool, hast du den Wagen verkauft? Ja, weg damit. So geht das heutzutage. Ne? Nicht wie einen an 2. Klappt das? Ja, außer hinten, da hält der Kleber nicht. Da müssen wir gleich verkaufen. Wo sind die Plaketten? Die liegen da hinten. Ja, wir müssen jetzt fertig machen. Da müssen wir unsere eigenen drauf, ne? Ey, geht nicht ran. Ich krieg da eine Krise, ey. Wozu haben die alle Handys? Die haben alle 100 Handynummern und was weiß ich was. Und keine Sau geht ran, ey. Ist wie in dem Film, oder? Bloß, dass er zu Hause ist. Muss ich hier rechts. Optimal, hier genau, da ist es. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass er da ist. Ja. Schließlich gilt es, ein Versprechen zu halten und den weißen Lamborghini zu beschaffen. Doch Ali Ekici guckt in die Röhre. Mach keiner auf, der Wagen steht doch nicht da. Plan B muss her. Ich glaube, ich habe mich wieder zu weit rausgelegt. Musti. Wasser. Tolga, Kokon. Super Legera, der hat einen Weiß. Ey, da fahren der wir jetzt ist direkt ein Weiß. Hin. Genau. Da fahren wir jetzt direkt hin, Dicker. Vom Edeltuner zur Edelboutique. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ja, für den Anfang war das sehr gut. Aber zwischendurch eine Verstärkung wäre doch angebracht, oder nicht? Verstärkung? Aber wir haben dann überlegt, vielleicht Schmuck oder Uhren? Uhren. Dann Uhren. Auf geht's. Super. So, meine Damen. Vorsicht, Pfütze. Willkommen im Cologne Watch Center. Alle Wünsche werden hier erfüllt. Einfach reintreten und sich wohlfühlen. 100.000 Euro kann das leise Ticken am Handgelenk kosten. Nicht gerade Kleingeld, doch die zahlungskräftigen Damen sind bereit, diesen Preis zu bezahlen. Das Besondere bei der Uhr ist, dass die Uhr weltweit auf 28 Stück limitiert ist. Sehr schön. Das ist was Besonderes für ihn. Da wird er sich freuen. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, die Damen sind zufrieden. Beziehungsweise die Dame. Ich bin zufrieden. Sie haben hier nichts gefunden? Ich habe leider nichts gefunden, weil das Problem ist, ich habe ihm letztes Jahr zum Geburtstag ein Uhr geschenkt und ich bin verzweifelt. Sie können sich doch was einfallen lassen. Ja, das muss ich ja wohl. Das ja. Müssen Sie, weil dann habe ich schlechtes Gewissen. Ja, wissen Sie das möchten wir ja nicht. Wie teilen wir eigentlich das Geld? Was für Geld? Auf die 7 oder was? Ja. Ja, 30 für mich, 80 für mich. Ey, die packe ich für die Drecks. Nein, nein, bleib hier, ich habe eine super Idee. Wir treffen uns gleich im Wojakasse. Ja? Wann? Gleich, gleich. In 5 Stunden. Was machst du? Ich hab gesagt, das hält nicht. Manni und Micha, 2 Intelligenzbestien im Kampf gegen ein Nummernschild. Dabei entgeht den dreisten Dieben Dragan, der aus dem Dschungel kam. Alter, was willst du denn? Was ist das Auto? Wo ist das Schwarzer-Paket? Wo ist das? Keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben sie auch noch mit eingepackt. Aber wir sind erledigt. Was? Die lynchen uns, die heutigen, die hängen uns irgendwo auf oder sonst irgendwas. Scheiße, fuck. Ey, Captain Luke, alles klar? Ja. Ja, hör mal, wir haben ein Stäbchen Minutenpreis, wenn du willst. 100 Euro billiger wie bei der Fiale da vorne. Bin ja gar nicht mehr durch, hör mal. Ja. Wenn du willst, aber jetzt sofort, du musst mit einsteigen. Nehme ich auf jeden komm. Fall. Ja, komm. Gleich wieder 7-2. Ja, komm, ey, auf jeden Fall. Komm. Aber ganz durchblicken tue ich da immer noch nicht, hör mal. Ach, das gibt's doch gar nicht hier. Zurück in Berlin ist Starfriseur Tolga Mantas Adis letzte Rettung. Oh, Gott sei Dank, der Wagen ist wenigstens hier. Hi. Hi. Kurze Frage, ist Tolga da? Tolga ist im Haus, ja. Echt? Ja. Ich
Geh mal kurz durch, ja? Okay. Dann nimmst du die zweite Passé. Oh! Okay. Hier. Hi, Ali. Alles klar? Bestens. Hi, grüß dich. Ja. Kann ich mal ganz mehr? Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Für dich immer. Okay, ich brauch dein Auto. Range? Nein. Bist du nicht normal? Lambo willst du haben? Ja. Ali. Tolga. Ich habe jemandem ein Wort gegeben und du weißt ganz genau, wenn wir ihm ein Wort geben, dann halten wir doch. Ja. Ich habe jemandem was versprochen. Nicht mit deinem Auto, darum geht's nicht. Aber du sollst mir jetzt helfen und nicht irgendjemandem. Nein. Mann, für 3 Tage. Nein. Du hast doch so viele Autos. Nur für 3 Tage und ich mach's wieder gut. Wie? Ach, ich krieg deine Nerven zusammen. Perfekt. Für den Spider wolltest du damals einen Bausatz haben, so ein Bodykit. Ja, war's Fehler? Nein, auf keinen Fall. Wolltest ja, du oder nicht? Ja. Ich bestell dir den Bodykit für den Wagen. Anbau geht auf mich. Du weißt. Ich bestell's aus Amerika. Anbau geht auf mich, der Rest auf dich. Ein Mann an Bord. Pass auf. Dran und melde. Danke schön, sehr lieb von dir. Danke. Komm, ciao. Tschüss. Komm, Dicker, komm. Ab in die Firma. Ja, also ich weiß es nicht, was ich jetzt machen soll. Was macht die größte Freude? Wo hat ein Mann Freude dran? An schöne Frauen, schöne Uhren, schöne Frau hat er ja. Vielleicht sollten wir ihm mal eine Limousine vor die Tür stellen. Was wäre mit so einem Fahrzeug? Das könnte natürlich. Was kann so ein Auto? Ja, das Fahrzeug kann alles. Was meinst du denn? Ich finde das eine sehr schöne Überraschung. Wie viel würde so ein Wagen kosten? Das Fahrzeug hat einen Listenneupreis von 131.000 Euro circa. Damit könnte ich leben. Denke ich auch. Ich sag einfach, ja, ich nehme das Auto. Mach das. Der wird sich freuen. Fertig. Denke ich auch. Dann können wir noch einen schönen Abend machen. Das freut mich. Dafür brauchen Sie sich aber nicht zu bedanken. Bülent Türhan von HCC International weiß eben, wie man Frauen glücklich macht. So, meine Damen, jeden unserer Gläser auf den heutigen Tag. Sowie auf die schönen Dinge, die Sie sich heute gegönnt haben. Und ich hoffe, Sie haben viel Spaß damit. Herzlichen Dank nochmal. Auch bei dem Auswahl für das Geschenk. Und der wird bestimmt sehr glücklich sein. Sehr gern. Ich fühle mich geehrt, wenn er sich glücklich fühlt. Mit 131.000 Euro in der Tasche, kein Wunder. Komm, lass stehen. Handbremse. Na, komm, du Spattels. Guck dir mal ein bisschen Wagen schieben. Wie voll, Otto. Echt, wenn wir jetzt beim Bohlen wären, ey, dann könnten die mitmachen. Bei Deutschland sucht das leichteste Gehirn, ey, ich schwör's dir. Ja, Booster weg, BMW weg. Ja, lass das reden, Mia. Mietzi. Mann, pass mal auf hier. Scheiße, ey. Jetzt musstest du ja doch noch arbeiten. Ja. Mann, du siehst echt scheiße aus. Was ist los, Mann? Du gehörst echt ins Bett, mein Freund. Echt, ey. Hier sind 400 Euro. Hä? 400 Euro? Wofür? Für den BMW-Anzahlung. Welchen BMW? Für den silbernen. Ja, und wo ist der Rest? Wo ist der Wagen? Der ist weg. Der ist geklaut worden. Wie, der ist geklaut worden? Ja, wollten wir beim TÜV abholen. Den haben sie geklaut. Der andere steht draußen. Ja, hör mal, tickst du noch ganz sauber. Meinst du, kommst mit den letzten 400 Euro hier hin, ey, und dann ist gut? Ja, keine Ahnung. Ey, keine Ahnung, ey. Weißt, was das bedeutet für euch beide, oder? Der Lohnfutsch. Ja. Richtig, meine Freunde, richtig. Aber ihr habt auch Glück dabei. Ihr habt richtig Muzzle, ey. Wir haben nämlich einen Anruf bekommen. Vom Bundesgrenzschutz. Der Wagen steht an der polnisch-tschechisch-slowakischen Grenze. Ich gebe euch Geld. Ihr habt dann 20. 24 Stunden geben wir euch. Ja. Dann ist das Auto wieder hier. Aber vorher macht ihr draußen die ganze Hundekacke weg. Komplett. Ja. Sonst machen wir daraus Nutella-Brot. Ja, ja. Komm, lass mal, ja. Werbe ohne Butter. Der Erhalt der Ehre ist für Edeltuner Ali eines der obersten Ziele. Und er hält eben, was er verspricht. Herr Delitz! Und? Zu viel versprochen? Ein weißer Superleggera. Ich bin sprachlos. Meinst du, was ich für Verbeugung gemacht habe, um ihn mal anzubekommen? Können Sie sich ja nicht vorstellen. Und den kann ich jetzt wirklich mitnehmen? Für 3 Tage gehört er Ihnen jetzt. Wahnsinn. Wie machen wir das mit dem Geld? Ja, Geld ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich sag mal so, ich habe ja als Gegenstand den Lambo da drin. Und dann schauen wir, wie wir da zusammenkommen, okay? Hey Kichi, ich möchte Ihnen was anbieten, weil ich so zufrieden bin mit der schnellen Abwicklung, mit dem Fahrzeug. Genereller Wartungsvertrag für Sie, für meine Firma, die Phantom Cars. Ab heute werde ich alle Fahrzeuge zu Ihnen in die Werkstatt bringen. Und es gilt dauerhaft. Echt jetzt, ja? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade sprachlos. Handshake drauf. Dankeschön. Also, ich habe zu danken. Ich muss leider auch direkt los, sonst schaffe ich meinen Termin nicht mehr. Dankeschön. Fahren Sie ruhig, fahren Sie. Sehr geil. Habt ihr das gerade mitbekommen? Ja.
richtig gut. Für deine Rückenschmerzen habe ich noch einen Schrank gefunden. Du, die sind gerade wie weggeblasen. Nimm mal trotzdem. Komm, wir machen. Und, wie schaut's aus mit dem Patienten hier? Lamborghini. Die italienische Art, Rückenschmerzen zu therapieren.